Einen schönen guten Abend. Auch ich freue mich, endlich nach so einer langen Zeit der Pandemie, dass wieder so viele Menschen zusammen sind und dass wir die Gelegenheit haben, uns auszutauschen. Die Susan hat mir erst sehr spät, oder Frau Dr. Halime, muss ich sagen, gesagt, dass ich was über die Geschichte erzählen soll. Ich habe natürlich durch meine Tätigkeit, ich habe 1974 zum ersten Mal angefangen, in der Hämophilieambulanz in Lübeck zu arbeiten. Das war während meiner Ausbildung zum Kinderarzt. Und damals hätte ich mir nicht vorgestellt, dass ich das die ganze weitere Laufzeit meiner pädiatrischen Tätigkeit machen würde. Und zuletzt habe ich dann in Bremen das Gerinnungszentrum geleitet, und zwar für Kinder und Erwachsene. Und ich kenne so von der Therapie die ersten Anfänge mit Kryopräzipitat beziehungsweise mit noch einfacheren Medikamenten, die zum Teil, wenn man sie aufgelöst hat, eine Stunde oder mehr als eine Stunde gebraucht hatten, bis man sie in Lösung hatte. Und in so einem Fläschchen war dann 180 Einheiten drin. Und bei jeder zweiten oder dritten Flasche, die man einem Patienten gab, hat er angefangen, sich zu schütteln oder hat allergisch zu reagieren. Und wenn Sie jetzt den Sprung zu heute machen, was Sie heute für Konzentrate haben, da haben Sie in 5 Millilitern 2000 oder 3000 Einheiten drin. Und keiner von Ihnen wird dann irgendeine große Nebenwirkung haben. Man spritzt sie, und damals brauchte man eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde, bis diese 180 Milliliter drin waren. Das geht heute ratzfatz. Und diese Entwicklung habe ich mitgemacht. Und von daher kann ich sagen, das ist toll. Und noch ein Wort für die Zukunft. Es wird noch besser werden. Sie werden noch viel bessere Möglichkeiten haben in der Zukunft der Therapie. So, aber nun wollen wir hier, ich muss mal gucken. Ja, jetzt ist es ganz weg. So, Sie alle wissen, was Hämophilie ist. Und wir unterscheiden ja den Faktor 8 und den Faktor 9. Wir haben ja hier viele Menschen mit einer Hämophilie. Wissen Sie, was für eine Hämophilie Sie haben? Alle? Gibt es jemanden, der nicht weiß, ob er eine Hämophilie A oder B hat? Ich habe meinen Patienten immer gesagt, es gibt eine ganz einfache Möglichkeit, sich das zu merken. A wie 8. Wer also einen Faktor 8-Mangel hat, hat eine Hämophilie A. Und B wie 9. Das ist die Eselsbrücke. Dann aber ganz wichtig zu unterscheiden, die Schweregrade. Deswegen, ich mache so ein bisschen Einführung nochmal hier. Das ist die Gruppe, die unter 1% hat. Das sind die, die schwer betroffen sind. Aber auch in der nächsten Gruppe, den Moderaten zwischen 1 und 5%, gibt es noch immer Menschen, die schwer betroffen sind, die sehr viele Blutungen haben, die man im Prinzip genauso behandeln muss wie die schwer Betroffenen. Und dann gibt es natürlich eine ganze Reihe von Patienten, die mild betroffen sind, zwischen 5 und 40% Restaktivität. Und Sie sollten alle Ihre Restaktivität kennen. Das ist auch etwas ganz Wichtiges. Und die normalen Patienten will ich gar nicht, das sind ja keine Patienten, die Menschen, die einen normalen Faktor 8 haben, da will ich nicht drauf eingehen. Aber was Sie hier sehen können, in der normalen Bevölkerung gibt es Menschen, die haben mal gerade so 50%. Das ist schon normal. Und es gibt Menschen, die haben über 150%. Dann könnte man sich fragen, warum ist denn da die Diskrepanz so groß? Das liegt daran, dass der Faktor 8 vor allen Dingen ein Akutphaseprotein ist. Ein Eiweiß, das in der Akutphase, wenn Sie Stress haben, wenn Sie eine Erkältung haben, wenn Sie Covid kriegen, dann geht der Faktor 8 hoch.
Das ist mit einer der Gründe, warum zum Beispiel auch Thrombosen entstehen bei solchen Dingen. Warum hat die Natur das gemacht? Da können wir natürlich zurückgehen. In der Phase, wo sich die Menschheit entwickelt hat, haben wir ja nicht in so komfortablen Häusern gewohnt und waren so wunderbar funktionstechnisch bekleidet, wie wir das heute sind, sondern man lief draußen in der Natur rum, vielleicht mit einem Fell bekleidet. Und wenn so ein Regenguss kam, dann ging der eben auf einen drauf. Und dann kann man wieder den Spruch sagen, der Regen geht nicht weiter als bis auf die Haut. Weiter geht er nicht. Aber dann konnte man natürlich Stress haben. Dann kam irgendwo ein Nashorn oder ein Hirsch an. Und dann musste man wegrennen. Und in dieser Stresssituation kann man sich natürlich leicht verletzen. Und das war der Grund, warum die Natur letztendlich diese Akutphase-Proteine als Stressproteine entwickelt hat. Sag mal, entwickelt hat. Sie sind sozusagen rausselektiert worden. Jetzt muss ich mal gucken, wie es weitergeht. Ja. Der Begriff Hämophilie ist noch gar nicht so alt. Wenn Sie sich jetzt mal angucken, 1828 hat Friedrich Hopf, das war ein Mediziner und ein Schüler von Lukas Schönlein. Der Schönlein hat zum Beispiel die Nierenentwicklung sehr intensiv untersucht, eine Doktorarbeit vorgelegt über die Hämophilie oder die erbliche Neigung zu tödlichen Blutungen. Und in der Zeit, 1828, bedeutete die Hämophilie eigentlich ein Todesurteil. Da komme ich nochmal drauf zurück. Aber warum Hämophilie? Wenn man das Wort eigentlich übersetzt, heißt das die Vorliebe zum Blut. Wir lieben das Blut zwar, wenn es innen drin ist, aber nicht, wenn es rauskommt. Und eigentlich ist das eine verkürzte Form der Hämoraphilia, das heißt die Neigung zu bluten. Da das aber so ein schwieriges Wort zum Aussprechen ist, die Hämoraphilia, hat man dann Hämophilie daraus gemacht. Das ist der Grund. So, nun kommen wir gleich zu dem ersten großen Problem. Und ich habe ja gesehen, wie Sie hier reingekommen sind. Es sind viele Patienten, die Schwierigkeiten mit ihrem Knochensystem haben. Wie ist das gekommen? Und Sie können sich bestimmt nicht alle an Ihre erste Blutung erinnern, aber was passiert? Wir kriegen eine, und zwar 80-85% der Hämophilie-Patienten leiden unter Gelenkblutungen. Und wenn Sie so eine Gelenkblutung haben, die kann aufgrund einer Verletzung sein, eines Traumas, oder sie kann auch spontan auftreten. Und wenn so eine Gelenkblutung auftritt, dann kriegen wir eine Reizung des Gefäßinnenraums, des Gelenkinnenraums. Das heißt, wir kriegen eine Art Entzündung. Und im Rahmen dieser Entzündung können Gefäße einsprossen. Das ist zum Beispiel der Grund, warum wir heute, da wir das heute wissen, sehr schnell versuchen, antientzündlich zu arbeiten, dass diese Entzündung gar nicht erst groß entsteht. Früher war es immer ein absolutes Tabu, einem Hämophilen ein nicht steroidales Antirheumatikum zu geben, also ein Schmerzmedikament. Es gab ganz wenige Schmerzmedikamente, die aber nur auf Schmerzen reagieren und nicht auf die Entzündung. Und heute weiß man, dass es sehr großen Sinn macht, gleich zu Beginn auch gegen die Entzündung zu arbeiten. So, die Gelenkinnenhaut, die nennt sich Synovia, die wird gereizt. Und wenn sie gereizt ist, ich zeige Ihnen das gleich nochmal am Beispiel, kommt es erneut und erleichtert zu neuen Blutungen. Die Gelenkinnenhaut wird immer dicker. Und das andere, was das Gelenk macht oder was der Körper macht, das kennen Sie alle, die betroffen sind, das tut weh. Eine Blutung ins Gelenk tut weh. Und wenn was weh tut, dann hören wir automatisch auf, das zu bewegen. Das heißt, wir stellen das Ganze ruhig. Und diese Rückstellung führt dann dazu, dass die umgebenden Muskeln ganz schnell verkümmern.
Auch das kennen Sie alle, wenn Sie mal einen Gips gehabt haben. Sagen wir, Sie haben sich den Ellenbogen oder den Arm gebrochen und kriegen einen Gips, dann sitzt der am Anfang richtig straff. Nach einer Woche wackelt er schon und nach zwei Wochen haben Sie ganz viel Platz. Das ist die Atrophie der Muskulatur, die Muskeln schwinden. Wenn wir dann wieder bewegen, wird das Ganze wieder normal. So, das ist das Dilemma der Hämophilie. Durch diese Gefäßeinsprossung und die Freisetzung von Enzymen, vor allen Dingen auch ausgelöst durch Eisen, geht das Gelenk kaputt und wir kriegen eine Arthropathie, ein zerstörtes Gelenk. Und diese Bilder verdanke ich meinem guten Freund Axel Seuser, der das mal in plastischen Beispielen zeigt. Das ist ein normales Gelenk. Und Sie sehen typischerweise, um das Gelenk ist eine Kapsel. Und Sie sehen auch, diese Kapsel ist locker. Deswegen kann ich mein Gelenk bewegen, egal welches ich bewegen will. Hier innen drin ist Gelenk Schmiere und Knorpel. Denn der Knochen würde ja sonst aufeinander reiben. Und Gelenkflüssigkeit, das ist die Schmiere. Und hier innen drin ganz leicht anliegend, hier sieht man das nicht so gut, liegt dann die Gelenkinnenhaut, die Synovia. So, jetzt habe ich eine Blutung. Das kann man gut sehen, das ist rot. Und das Blut dehnt die Kapsel. Und jetzt können Sie schon auch sehen, warum eine Gelenkblutung irgendwann aufhört zu bluten. Weil der Druck dieser Kapsel, wenn der so hoch wird, wie der Blutdruck ist, dann kann es nicht mehr weiter bluten. Aber das Gelenk ist voll Blut. Und das kann sein, dass das riesendick wird. Es kann auch bei kleinen Gelenken, wenn Sie ein Fingergelenk haben, nur ein bisschen sein. Und das Schädliche daran ist das Eisen aus den roten Blutkörperchen. Das macht letztendlich die Entzündungsreaktionen. So, und jetzt wächst die Gelenkinnenhaut, können Sie hier sehen. Sie wird immer dicker und das stört natürlich bei der Bewegung. Und dann kann es immer leichter, weil hier ganz viele neue Gefäße sind, kann es viel leichter zu neuen Blutungen kommen, als wenn Sie die Situation hier haben. Ja? Das ist der Grund, warum das eine chronische Erkrankung dann wird. Und irgendwann, wenn man nichts tut, und das kann man auch bei einigen Menschen, die hier sind, sehen, wird das wieder weniger. Die Synovia, die verkümmert mit der Zeit. Der Gelenkknorpel verschwindet und der Knochen reibt auf dem Knochen. Das tut höllisch weh. Und was passiert dann? Das Gelenk versteift. Das wäre sozusagen das Endstadium, was wir nicht erreichen wollen. Und auch gleich für morgen, ich habe ja morgen noch mal etwas zu erzählen. Heutzutage in unserem Bereich würden wir sagen, dieses Stadium wollen wir gar nicht haben. Wir wollen vermeiden, dass der Patient irgendeine Blutung hat, denn der Weg ist sonst vorbereitet. Und das ist das Ziel der Therapie. So, mal gucken. Ja, hier sehen Sie, wie dann der Knochen Höhlen bildet, Aussackung und dieses Gelenk hier hinten, das bewegt sich nicht mehr. Das ist steif. Okay. So, jetzt wirklich zur Geschichte. Die Geschichte der Hämophilie ist natürlich uralt. Hämophilie gibt es wahrscheinlich schon ganz früh in der Menschheit. Es gibt auch Hämophilie bei Tieren. Das ist also nicht nur auf den Menschen, eine Krankheit, die auf den Menschen beschränkt ist. Es gibt Hämophilie bei Pferden, bei Hunden, bei Affen und bei vielen anderen Tieren. Aber bei Menschen ist sie natürlich, das werde ich Ihnen nachher zeigen, vor allen Dingen durch die Königshäuser ganz interessant geworden für die Geschichte. Ja, und wenn Sie mal gucken, die Therapie hat angefangen ungefähr 1935
Da hat man nämlich verstanden, dass man Plasma Patienten geben kann, um sie vor den Blutungen oder um die Blutung zu stoppen. Das war eine ganz wichtige Sache, aber hat noch viele Nebenwirkungen gehabt. Und wenn Sie Plasma nehmen, Plasma ist der flüssige Teil vom Blut ohne die Zellen, dann ist im Idealfall in einem Liter Plasma sind 1000 Einheiten drin. Durch die Aufbereitung ist es aber letztendlich weniger. Und jetzt kommt das nächste Problem, wenn Sie eine Blutung haben und brauchen 3000 Einheiten beim Erwachsenen und würden jetzt 3 oder 4 Liter Plasma geben, dann hat der Körper viel zu viel Flüssigkeit. Das geht nicht. Das schafft das Herz nicht. Oder die Lunge schafft das nicht. Also ist das ein Weg, der zwar akut mal machbar ist, aber im Verlauf nicht machbar ist. Ganz interessant war, dass man versucht hat, dann dieses Plasma aufzureinigen. Und wie so oft, ich weiß, dass hier viele Menschen aus der Ukraine sind. Im Zweiten Weltkrieg waren die Amerikaner unheimlich darauf bedacht, ihre Soldaten wieder gesund nach Hause zu bringen. Krieg ist damit verbunden, dass die Menschen verletzt sind. Die sind durch Schüsse oder was anderes bluten sie. Und das hat dann die Mediziner da oder die Labormediziner vor allen Dingen dazu gebracht, dieses Plasma sauberer zu machen und in der Menge zu verkleinern. Und da kam dann die Idee hier, dass man das sauber machen kann. Und dann 1964 kamen die ersten Kryopräzipitate. Man wusste, dass man, wenn man das Plasma in die Kälte versetzt, also sozusagen gefrieren lässt langsam, dann gibt es bestimmte Teile, wo der Faktor 8 oder der Faktor 9 sich anreichern. Das heißt, ich kann den ganzen anderen Rest wegtun und habe eine Fraktion, wie man das nennt, wo mehr Faktor drin ist. Das war das Kryopräzipitat. Aber da sind natürlich noch jede Menge andere Eiweiße drin und die haben dazu geführt, dass die Menschen ganz häufig allergisch reagiert haben. Und dann kam die Zeit, und die habe ich miterlebt sozusagen, als die ersten plasmatischen Faktor 8 und 9 Konzentrate auf den Markt kamen. Das war in den 60er Jahren. Und alle waren froh. Wir haben uns gefreut, dass wir endlich was hatten, womit man die Patienten behandeln konnte. Und ich kann mich gut erinnern, als ich 1974 den ersten Hämophilie-Patienten, für mich den ersten, gesehen habe. Das war ein erwachsener Mann. Und der kam in die Kinderklinik, weil in Lübeck damals in der Kinderklinik auch die Erwachsenen mitbehandelt wurden, oder zum Teil. Und der war aber schon in der Kindheit da gewesen. Und der rief an in der Ambulanz, ich habe eine Blutung. Dann haben die Schwestern aus dem Tiefkühlraum, das war ein ganzer Raum, also müssen Sie sich vorstellen, so 4x4 Meter, ein Raum, wo Tiefkühlprodukte aufbewahrt wurden. Heute undenkbar, brauchen wir nicht mehr. Und was hat man da gemacht? Man hat 3 von den Kryos geholt, waren dann ungefähr 500 Einheiten oder 400 irgendwas, und hat die mit lauwarmem Wasser, eigentlich durfte man das nicht, nur mit Zimmertemperatur, aber dann hätte man 5 Stunden warten müssen, bis das Ganze aufgelöst war. So war nach 2 Stunden das einigermaßen sauber, keine Flocken mehr drin, und dann konnte man das spritzen. Und für mich war das fantastisch, denn die Blutung hörte auf. Ja, gehen wir weiter. Dann kamen die ersten pasteurisierten Präparate. Das war 1981. Das hatte einen Grund. Warum hat man Plasma pasteurisiert? In dieser Zeit, wenn wir Säuglinge hatten, Babys, die zum ersten Mal behandelt wurden, kann ich mich gut erinnern, nach der 2. oder 3. Gabe wurden die Babys gelb. Die hatten eine Hepatitis. Alle. Und später, als man dann die Antikörper bestimmen konnte, konnte man sehen, dass alle Hämophilen eigentlich Hepatitis-Antikörper hatten.
Die haben alle irgendwann eine Hepatitis durchgemacht. Manche haben auch eine chronische Hepatitis bekommen. Etwas, was wir heute gut behandeln können, damals aber nicht. Und dann hat man natürlich weiter die Entwicklung gesehen. Es kam dann die, sehe ich gerade, das ist, na, ich bin irgendwo weiter weggekommen. Ich weiß nicht, wie, kann ich denn mal zum Anfang gehen? Ich bin hier mittendrin, aber nicht da, wo ich hin will. Oder ich gehe mal, Moment. So, jetzt sind wir wieder in der richtigen. Dann kam, wie gesagt, die Pasteurisierung war eine Möglichkeit, dass man, so wie sie die Milch haltbar machen können, den Faktor 8 von Viren befreien. Das dauerte lange, bis man wusste, dass das wirklich gewirkt hat. Und diese Methode hat dazu geführt, es gab keine Hepatitis und kein HIV. Da waren diese Präparate sicher, die pasteurisiert waren. Ja, und dann sahen wir die Katastrophe mit HIV und Hepatitis. Und erst 2003 kamen die ersten sauberen Präparate auf den Markt. Das waren rekombinante Präparate. Das erste überhaupt rekombinant war 92. 2003 waren keine tierischen Eiweiße oder sonst was mehr da drin. Und es geht jetzt weiter. Dann kam das erste halbwertszeitverlängerte Präparat. Das ging erst, als man die Gentechnologie verstanden hat. Dann 2012 die erste Publikation über eine Gentherapie bei der Hämophilie B, die erfolgreich waren. Und dann geht es eigentlich so in der letzten Zeit ganz schnell voran. Es kamen die ersten erfolgreichen Gentherapien für die Hämophilie A. Das erste halbwertszeitverlängerte Faktor 8 Präparat war 2016 schon da. Und dann 2018 die ersten Nicht-Faktor-Präparate. Also Präparate, die gar kein Faktor 8 oder 9 mehr waren, sondern auf einem anderen Wirkungsmechanismus funktionierten. Und das waren alles Präparate, von denen eines inzwischen zugelassen ist, die man subkutan spritzt, die man nicht mehr in die Vene spritzen muss und die eine wesentlich längere Halbwertszeit haben. Sie wissen normalerweise, Ihr Faktor hat eine Halbwertszeit, der normale, nicht Halbwertszeit verlängerte, ungefähr, ich sag mal, von einem halben Tag bis einem Tag. Dann müssten Sie schon wieder spritzen. Und die europäischen Zulassungsbehörden haben im Juni diesen Jahres grünes Licht dafür gegeben, dass die Gentherapie für die Hämophilie A zugelassen werden soll. Noch ist sie das nicht, das müssen dann andere Gremien machen, aber diese Zulassungsbehörde hat erstmal grünes Licht dafür gegeben. So, jetzt gehen wir nochmal zurück. Die ältesten Quellen in der Medizingeschichte, da kann man gucken. Es gibt eine Keilschriftbibliothek aus Ninive, die ist 5000 vor Christi gemacht worden. Da hat man sozusagen den Wissensstand der Menschheit zu diesem Zeitpunkt, den die Menschen dort hatten, aufgeschrieben. Hämophilie wird dort nicht erwähnt. Die Chinesen, ist ja auch eine sehr alte Kultur, haben keinen Hinweis auf Hämophilie. Und auch bei den Ägyptern findet man in den Papyrus, die man gefunden hat, keinen Hinweis für die Hämophilie. Es gibt aber Zeichnungen, die einen Hinweis zumindest für die Beschneidung geben und vielleicht auch ein Problem, dass Blutungen dabei auftreten können. Das hat mir eine Kollegin aus Ägypten gezeigt. Sie hat mir aber nie ein Bild davon geschickt. Die ersten Hinweise, dass es zu Blutungen kommt, dass das eine Erkrankung ist, die kommen aus dem Judentum. Warum? Die Ägypter haben auch ihre Kinder beschnitten.
oder die Männer beschnitten. Die Äthiopier haben das gemacht, die Syrer, also alles alte Hochkulturen. Aber in der Regel nicht die kleinen Säuglinge, sondern später im Leben. Die Juden beschneiden ihre Kinder am 8. Lebenstag, also am Ende der ersten Woche. Und da ist natürlich die Gefahr, dass es zu einer lebensgefährlichen Blutung kommt, sehr viel größer. Sie sehen hier diese Beschneidungszeremonie aus ägyptischen Tempelanlagen und Grabanlagen. Und da sehen Sie, das sind Erwachsene, die da behandelt werden. Und die erste Überlieferung für dieses Problem gibt es im 2. Jahrhundert nach Christi im jüdischen Talmud. Und das ist der Rabbi Ben Gamaliel, der das auch sozusagen dort schriftlich festgehalten hat. Und das Wichtige ist natürlich, wenn man im jüdischen Glauben das kennt, dann kennt man die Bibel und weiß, im ersten Buch Moses, im 9. Kapitel, steht dieser Satz, und wo ein Mannsbild nicht wird beschnitten an der Vorhaut seines Fleisches, des Seele soll ausgerottet werden aus seinem Volk, darum, dass es meinen Bund unterlassen hat. Das war der Bund, den Abraham mit Gott gemacht hat, dass diese Männer alle beschnitten werden müssen, und zwar in diesem jungen Alter. Und dann gibt es Ausnahmen in diesem Talmud, weil es eben viele Menschen gegeben hat oder Babys, die verblutet sind. Und da gibt es auch Dokumente eben dazu, und da ist festgelegt, schriftlich, dass eine Mutter, deren erster Sohn an einer Beschneidung oder nach der Beschneidung verblutet ist, den zweiten auch nach der Beschneidung verloren hat, dass er gestorben ist, dann den dritten Sohn nicht mehr beschneiden muss. Das ist ganz schön grauenhaft von unserer Sicht heute. Also gehen zwei Babys dem Tod preis und erst das dritte darf dann überleben. Diese Regel gilt auch heute noch. Wird natürlich heute umgangen, weil wir heute eine Therapie haben dafür. Aber in Israel werden die Kinder weiter am 8. Lebenstag beschnitten. Das ist zum Beispiel ein Bild aus einer Kirche in St. Wolfgang. Und da sehen Sie die Beschneidung Jesus dargestellt. Und Sie sehen, das war kein Mediziner, der das gemacht hat. Auch heute bei den Juden machen das nicht die Ärzte, sondern das machen die Rabbis. Und mit Instrumenten, die sicherlich nicht dem medizinischen Standard entsprechen. Auch hier nochmal ein solches Bild. Übrigens ganz interessant, wenn Sie solche Bilder mal angucken, gucken Sie sich mal die Größe des Kopfes an von Jesus. Im Verhältnis zum Körper, Sie haben ja hier kleine Kinder auch, ist der Kopf viel zu klein. Es wäre ein mikrozephaler Kopf. Und das ist hier auch, die Künstler haben sozusagen in den Proportionen das Ganze gemalt, aber Sie wissen, dass ein Baby im Verhältnis einen viel größeren Kopf hat, als der Körper das ist. Ja, außerhalb des jüdischen Kulturkreises kommen die Berichte ungefähr 1000 Jahre später. Es gibt einen arabischen Arzt, den Herrn Al-Bukasis, der hat aus einem Dorf berichtet, das Dorf heißt Al-Kiria, ist im vorderen Orient, und hat dann berichtet, dass es dort Männer gab, die unter einer Blutungsneigung litten. Wusste natürlich nicht was. Oder 1539 wird dann berichtet über einen Barbier, also die Barbiere früher haben ja nicht nur die Haare geschnitten oder die Bärte geschnitten, sondern auch alle möglichen anderen Sachen gemacht. Aber der hatte sich versucht, die Nasenhaare abzuschneiden. Und aus so einer kleinen Verletzung ist er verblutet. Ja. Nordamerika, auch da schon wesentlich später, 1791, ein Mann, der sich mit der Axt ins Bein gehackt hat beim Holzhacken und letztendlich zu Tode geblutet ist. Und ist der Vater dieser Person, der hatte zwei Frauen und hatte von beiden Frauen mehrere Kinder.
Und die, die gestorben sind, also der ist, außer ihm ist noch ein anderer Bruder gestorben, die waren alle von derselben Frau. Könnte schon ein Hinweis sein, dass die Vererbung dieser Erkrankung über die Frauen stattfindet. Und die erste deutschsprachige Veröffentlichung dazu gab es 1882. Es war eine Doktorarbeit von einem Herrn Rothschild. Es war ein praktischer Arzt, der über das Alter der Hämophilie berichtet hat. So, und nun komme ich auf die Krankheit der Könige. Ist ja momentan sehr en vogue, wenn Sie überlegen, da die englische Königin gerade gestorben ist. Und das Ganze geht zurück auf Queen Victoria. Und Queen Victoria hat zwei Töchter. Sie hat insgesamt, glaube ich, 8 oder noch mehr Kinder gehabt. Und zwar Alice und Beatrice. Das waren die Töchter, die die Hämophilie an die europäischen Königshäuser weitergegeben hat. Sie hatte auch einen hämophilen Sohn, das war Leopold, den man da unten sieht, der ist mit 31 Jahren gestorben an der Hämophilie. So, und dann hat man sich natürlich, man hat gemerkt, das hat was mit der Vererbung zu tun. Und Sie sehen hier die Queen Victoria nochmal in dem Pedigree sozusagen der Familie und Sie sehen, sie hat viele Kinder gehabt. Und der Leopold, der ist hier, der ist gestorben, hat allerdings eine Tochter und die Tochter war natürlich Überträgerin. Und vor allen Dingen hier auf der rechten Seite die Beatrice, die hat die weitergegeben in das spanische Königshaus. Heutzutage gibt es keinen mehr, der dort von der Hämophilie betroffen ist. Interessanter, vor allen Dingen für die Boulevardpresse, war natürlich ein ganz anderer Weg. Das war die Alice hier. Die hat in das russische Königshaus sozusagen das weitergegeben. Und der Zar Nikolas, der letzte russische Zar, und die Zarin Alexandra, Sie sehen, die haben auch 5 Kinder. Und ein Mädchen, nämlich die Anastasia, die war Überträgerin und ein Junge. Und das sind alles Mädchen hier davor. Das war natürlich für die Nachkommen des Zaren, die wollten einen Jungen haben. Musste ja ein neuer Zar sein. Und das war nun der neue Zar. Und ausgerechnet der hat nun eine Hämophilie. Und auch von diesen gibt es natürlich keine Überlebenden mehr, weil die alle umgebracht worden sind. Und hier gibt es auch keine mehr. Sodass für uns heute die Frage war, was für eine Art von Hämophilie hatten die denn? Es gab ja noch keine Definition, Hämophilie A oder B. Kann man das rausfinden? Und das ist ganz interessant. Also das sind die beiden, die das in das spanische Königshaus gebracht haben und hier die russische Zarenfamilie. Und Sie sehen den Zarewitsch in einer sehr schmucken Uniform. Und er steht nicht umsonst so da. Der hat nämlich rezidivierende Kniegelenksblutungen und Sprunggelenksblutungen gehabt und das Kniegelenk war versteift. Und das sieht natürlich nicht schön aus, wenn man sozusagen aus dem Königshaus ein Pressefoto rausgibt und der steht dann so halb schief da. Also hat man sich das überlegt. So hat man ihn transportiert als Kind. Und dann kommt der erste Hämophiliebehandler in diese Gruppe des russischen Königshauses. Und Sie wissen, Rasputin hatte einen riesen Einfluss auf die Zarin. Warum? Er war kein Arzt. Wir würden heute sagen, er war ein Heiler. Und was hat er gemacht? Er hat die Schmerzmittel abgesetzt. Zu diesem Zeitpunkt war Aspirin längst erfunden. Die Firma Bayer hat gerade, ich glaube, das 120. oder 100. oder 100, ja, Jahr der Erfindung von Aspirin gefeiert. Acetylsalicylsäure. Und das hat der Zarensohn in Mengen geschluckt. Und Rasputin hat gesagt, nein, Schluss damit, keine Medikamente. Was ist passiert? Die Blutungen wurden weniger. Und wir wissen heute, dass Aspirin die Blutplättchen beeinträchtigt, die Funktion der Blutplättchen, die man bei der Blutgerinnung braucht.
Und damit hat er weniger geblutet. Das war natürlich der Mensch, der dieser Familie geholfen hat. Und deswegen der große Einfluss. Ich muss das jetzt mal ein bisschen schneller machen. Man hat dann versucht, rauszufinden, die Identität der Hämophilie. Und das war gar nicht so einfach, weil wir haben einen wunderschönen Vortrag jetzt vor kurzem gehabt von einem forensischen Pathologen. Das ist eine Kriminalgeschichte. Denn die Bolschewiken, als sie die Zarenfamilie umgebracht haben, wollten die natürlich ausrotten. Die sollten verbrannt werden und man hat die also mit Benzin übergossen, hat Schwefelsäure da drauf getan, damit man ja die Knochen nicht wiederfindet. Und hat die dann irgendwo im hinteren Ural verscharrt. Da denen aber die Gegner auf den Fersen waren, konnten die das nicht, das Geschäft gut erledigen, sodass es Knochenreste gab. Und dann hat man erstmal ein falsches Grab sozusagen identifiziert. Da hat dann die russische Kirche auch eine Kapelle errichtet. Da waren aber gar nicht die echten Knochen drin, die hat man dann später gefunden. Und dann hat man so in diesem Grab halb verkohlte und durch Säure beeinträchtigte Skeletttrümmer gefunden. Die waren nicht schön aufgereiht wie in einem schönen Grab, sondern das war alles wirr durcheinander. Und dann hat man über genetische Untersuchungen herausgefunden, wer da alles drin war. Und dann hat man gesehen, es war der Zar. Die Zarin war da drin, die drei ersten Töchter waren da drin, der Hausarzt vom Personal, aber es fehlten Alexei und Anastasia. Und da gab es wilde Gerüchte in der Regenbogenpresse, dass Anastasia noch überlebt hat, dass sie irgendwo in Amerika lebt oder sonst wo auf der Welt. Und erst viel später hat man dann ein anderes Grab gefunden und da waren die Überreste von dem Zarewitsch und von seiner Schwester drin. Und jetzt musste man natürlich gucken, wie kann man diese genetische Untersuchung vergleichen mit anderen, die noch vielleicht leben, dass sie wissen, dass sie wirklich aus dem Königshaus sind. Und der Einzige, der noch lebt, der auch da genetisches Material zur Verfügung gestellt hat, war der kürzlich verstorbene Prinz Philipp, der Mann von Queen Elizabeth. Der stammt nämlich auch von dem griechischen Königshaus ab und ist sozusagen mit der Alice in der Anciennität verwandt. Und damit war es dann möglich, sozusagen diese Knochenreste zu identifizieren. Ja. Und dann hat man eine Mutationsanalyse gemacht, das haben dann andere gemacht und haben dann herausgefunden, dass bei diesen Menschen das Faktor 9-Gen mutiert ist. Es war also eine Hämophilie B. So, in Deutschland mit Blutprodukten haben wir eine Geschichte von ungefähr 70 Jahren. Das ist nicht lange. Und hier jetzt mal zum Beispiel ein Beispiel vor 1970. War eigentlich die Gefahr der tödlichen Blutung recht groß. Das Bild stammt natürlich nicht aus der Zeit, das ist ein neueres Bild. Aber das, was diesen Menschen immer drohte, was auch heutzutage noch immer ein Problem der Hämophilie ist, ist die Hirnblutung. Eine Blutung ins Gehirn. Und das Problem bei der Hirnblutung ist natürlich dadurch bedingt, wir haben nicht wie beim Gelenk eine Kapsel, die sich erweitern kann, sondern wir haben Knochen. Rum. Und wenn hier so eine Blutung, das ist eine große Hirnblutung, und das, was hier dunkel drumherum ist, ist auch zerstörtes Hirngewebe. Und Sie können sehen, hier ist praktisch ein Viertel des Gehirns kaputt gegangen. Und der Schaden, der dann da ist, der betrifft natürlich auch die übrigen Regionen. Und natürlich damals auch ganz früh die Arthropathie. Also die Gelenkschädigung. Und die Menschen waren in einem sehr frühen Lebensalter verkrüppelt. Und es gibt aus dieser Zeit eine Publikation von Herrn Stewart, der sagte, die Menschen haben ungefähr 4 Blutungen pro Jahr, pro Patient. Aber was bedeuten diese 4 Blutungen? Abwesenheit von der Schule für gut einen Monat
Und wenn es eine spontane Blutung war, war die dann einigermaßen behoben. War es eine traumatische Blutung, hatte er zum Beispiel einen Unfall gehabt, waren es fast 3 Monate, die man nicht in die Schule gehen konnte oder nicht zur Arbeit gehen konnte. Das ist noch nicht so lange her. Und wenn Sie das Bild sehen, dieses Bild verdanke ich einer Kollegin aus Hannover, das stammt aus meiner alten Klinik in Bremen, aus einer Publikation. Das war ein Kind mit einer Hämophilie. Und Sie sehen, wie unglücklich dieses Kind guckt. Aber Sie sehen noch was ganz anderes. Der ist steif an den Gelenken. Der hat alle diese Gelenke sind steif. Der Ellenbogen, die Knie, die Sprunggelenke und die Hüftgelenke. Und Sie wissen alle, das sind die Gelenke, die betroffen sind. Hauptsächlich. Und hier sehen Sie ein ballonartiges Kniegelenk. Ich glaube, das stammt von dir, Susan. Was? Das ist nicht so alt, aber so dick kann ein Gelenk werden. Und da geht auch richtig viel Blut rein. Und damals hatte man gesagt, ja gut, wenn man einen Jungen hat, der eine Hämophilie hat, dann soll der mal in eine Einrichtung gehen und eigentlich aus der Familie rausgenommen werden. Das ist die beste Möglichkeit. Bei diesen Gelenkblutungen hatte man damals auch keine vernünftigen therapeutischen Möglichkeiten. Das meiste waren orthopädische Hilfsmittel, die zur Derotation führten oder dass man ein gekrümmtes Gelenk langsam versucht hat, wieder gerade zu machen. Eigentlich sind das Folterinstrumente. Aber ich habe diese gesehen. Ich war vor ungefähr 30 Jahren inzwischen in Moskau und da hatten die noch genau diese Sachen. Die hatten ganz wenig Faktor, aber haben die Patienten mit solchen Mitteln versucht, wieder gerade zu biegen. Furchtbar. Ja, und was hatte man an physiotherapeutischen Möglichkeiten? Isometrische Übungen, das heißt Bein strecken, Muskeln entlasten, wieder die Muskeln anspannen, wieder entspannen bei einem gestreckten Bein, sodass man die Muskeln trainiert hat, aber nicht die Bewegung. Ja, und dann kamen die ersten Faktorkonzentrate. Und da war die Frage in der Therapie, ja, wie viel müssen wir davon geben? Und dieselbe Fragestellung haben wir heutzutage auch. Wir haben heute neue Konzentrate, wo wir auch lernen müssen, wie viel muss man davon geben, wie oft muss man das machen, wie kann man eine vernünftige Prophylaxe machen. Und wir wissen heute, dass das individuell ganz unterschiedlich ist. Also man hatte jetzt die Möglichkeit, eine Gelenkblutung zu behandeln. Man hatte Möglichkeiten, die Menschen krankengymnastisch zu behandeln und hat die ersten chirurgischen Erfahrungen gehabt, Notfallchirurgie. Eine Zahnextraktion kann für einen Hämophilen eine tödliche Komplikation sein. Man kann an einer, sagen wir, am gezogenen Weisheitszahn verbluten, wenn man das nicht weiß. Das kann tödlich sein. So, was war aber der Erfolg durch diese Therapie? War, dass die Krankenhausbehandlung von den 43 Tagen auf 6 Tage reduziert wurde mit den Kryopräzipitaten und eigentlich nur noch selten die Menschen im Krankenhaus behandelt werden mussten. Ja, dann das nächste Jahrzehnt zwischen 1970 und 1980, da kam die erste ärztlich kontrollierte Heim-Selbsttherapie nach Deutschland. Und ich betone das, ärztlich kontrollierte Heim-Selbstbehandlung. Was bedeutet das? Der Arzt, der Hämophiliearzt verordnet ein Faktorkonzentrat für den Patienten. Er legt fest, in welcher Dosis es gegeben werden soll und wann es gegeben werden soll. Und dann kann der Patient, der gelernt hat, das entweder selbst zu spritzen oder später die Eltern das bei den Kindern gemacht haben, hat dann das sozusagen zu Hause gemacht. Welcher Vorteil war dabei? Man hat viel schneller nach dem Beginn der Symptome den Faktor in den Kreislauf bekommen. Und wir wissen heute, je länger man wartet, umso mehr und umso länger muss man behandeln.
und umso größer sind die Komplikationen. Und es ist ganz interessant, es gibt eine Publikation von der Zeit aus den USA, wo man sehen kann, das ist das, der Text, der da unten steht, dass eigentlich diese Prophylaxe sehr viel sinnvoller ist, die Heimselbstbehandlung, als wenn man sozusagen nur dann spritzt, wenn eine Blutung eingetreten ist. Das heißt, in dem Moment, wo ich Faktor zur Verfügung habe, kann ich den geben, bevor eine Blutung auftritt. Das ist Prophylaxe. Und Sie sehen auch hier, die Kinder lernen das relativ schnell, das auch selbst zu machen und auch in einem Setting zu Hause. Ja, damals gab es Röntgenscores, wo man das dann festgelegt hat. Da wurden alle Gelenke geröntgt. Das machen wir heute nicht mehr, weil wir wissen, dass Röntgenstrahlen schädlich sind. Sie können letztendlich auch Krebs machen. Deswegen versucht man, Röntgenstrahlen zu vermeiden. Deswegen will ich da gar nicht mehr drauf eingehen. Wir haben heute bessere Methoden, den Ultraschall und eventuell die Kernspintomographie. Und nochmal so ein Zeitstrahl, der jetzt nochmal zeigt, zwischen 70 und 75, das war die Zeit, wo man darstellen konnte, dass die Hämophilie-Patienten Hepatitis B hatten. Man hatte nämlich das Australier-Antigen entdeckt. Ende der 70er Jahre kamen dann die Antikörperbestätigungen dazu und in den 80er Jahren hat man dann die Hepatitis C-Antikörper gefunden. Erst in dieser Zeit konnte man sagen, der Hämophilie-Patient hatte Hepatitis C, konnte es also bestätigen. Vorher konnte man nur sagen, der hatte eine Gelbsucht. Aber was es genau war, wusste man nicht. Und das bedeutet natürlich, wenn man die Diagnose stellen kann, dann kann man auch eine Therapie machen. Und es gibt ja Menschen, die haben eine chronische Hepatitis und die konnte man dann auch behandeln und kann sie heute auch behandeln. Und HIV, ich will da von der Geschichte, ist das natürlich ein ganz wichtiger Einschnitt, weil wir in der westlichen Welt ungefähr 3 bis 4 Generationen an Hämophilie-Patienten verloren haben durch diese Infektion. Die war letztendlich tödlich. Heute können wir auch HIV gut behandeln, aber zu dieser Zeit war das nicht der Fall. Und das ist natürlich etwas, was ein Riesenproblem ist. Und da sieht man auch diese gelben, das ist eine Todesursachenstatistik. Und das fängt hier an. 1982, 83, da waren die ersten HIV-Patienten, die gestorben sind. Und dann im Zeitraum 94, 95 ganz viele, die an HIV gestorben sind. Und es wird immer weniger. Ein Vorteil gab es für HIV, das war der eiserne Vorhang. Der war für HIV nicht durchlässig. Zum Beispiel, es gab in Westdeutschland HIV, in der DDR nicht, weil die keine Produkte von uns benutzt haben. Die haben ihre eigenen Produkte und es gab HIV erst sehr viel später und da wusste man schon, was dort los ist. Auch in der Sowjetunion oder in anderen östlichen Staaten gab es sehr viel weniger HIV als in den westlichen Ländern. Und das vor allen Dingen deswegen, weil wir Plasma aus den USA verarbeitet haben oder unsere pharmazeutischen Unternehmen und dieses Plasma eben infektiös war. Ja, dann kam Spenderscreening, wurde dann gemacht, das wurde gesetzlich reguliert, aber erst 1984. Und man kann sagen, seit 1987 sind alle Präparate mit mindestens einem Virusinaktivierungsschritt behandelt, eigentlich mindestens 2 oder manche sogar mit 3. Und wir können heute sagen, unsere heutigen Präparate, egal welches sie haben, sind alle sicher für HIV, für Hepatitis-Viren und für andere Viren. Es sei denn, es kommt irgendeins neu auf den Markt. Und das haben Sie ja mit Covid haben wir das ja jetzt erlebt. Aber auch Covid wäre da kein Problem, weil es inaktiviert würde, wenn ein Virus sozusagen das Ganze umgehen kann. Hoffe ich mal, dass das nicht passiert. Sodass wir heute bei uns sagen können, wir haben vielleicht 2 oder 3 verschiedene Hämophilie-Patienten.
Wir haben den klassischen Hämophilie-Patienten mit einem hohen Blutungsrisiko, frühzeitige Arthropathie, da sitzen hier einige drin. Ich würde sagen, nicht mehr die kurze Lebensdauer, denn die Lebensdauer können wir heute sehr gut beeinflussen, wenn wir die Therapie dementsprechend anpassen. Wir haben den behandelten Hämophilie-Patienten, der vielleicht eine chronische Hepatitis hat, die man aber behandeln kann. Ein Problem, da gehe ich noch mal morgen drauf ein, ist der Hemmkörper. Es gibt Patienten, die haben einen Antikörper gegen Faktor 8 oder Faktor 9. Bei der Hämophilie A ist das häufiger. Das ist nach wie vor ein großes Problem, aber auch machbar und heute gut behandelbar. Es gibt keine Hepatitis B mehr, die wir bei uns übertragen, auch keine Hepatitis A durch Präparate oder Hepatitis C, keine HIV-Infektion. Und dann gibt es sozusagen die Kleinkinder, die jetzt 10 Jahre alt sind. Oder ich würde sagen, bei uns 20 Jahre alt sind, die ganz wenig Blutungserfahrung haben, die selten mal eine Blutung hatten und die eigentlich so rumlaufen wie jeder gesunde Mensch und denen sie die Hämophilie nicht ansehen. Die haben vielleicht minimale Gelenkprobleme, aber nichts Schwerwiegendes. Aber die haben ihre Erkrankung nach wie vor. So, noch ein paar Schlussbemerkungen. Es gibt ein Buch, das ist für die deutschen Menschen, die Ganghofer kennen. Das ist so ein Heimatschriftsteller im süddeutschen Raum. Der hat ein Buch rausgegeben, Der Stammbaum der Bluter von Tenna, 1930 erschienen. Und da wird ein ganzes Bergtal beschrieben, in dem die Menschen eine Blutungsneigung haben. Und warum? Weil sie alle immer untereinander geheiratet haben. Das ist ein Hochtal in der Schweiz. Und die Menschen haben untereinander sozusagen von Bauernhof zu Bauernhof geheiratet, genauso wie den Königshäusern, und dadurch natürlich die Erkrankung weitergegeben. Oder die 81-jährige Dame, deren Bruder sich am Horn eines Rindes verletzt hat und eine unstillbare Blutung hatte. Und der Sterbeprozess dauert dann 10 Tage, da kein Arzt ihm helfen konnte zu diesem Zeitpunkt. Und dann die Bemerkung von der 81-jährigen Dame, und er hätte so gerne noch gelebt. Oder was ganz für mich Grauenhaftes, ein deutscher Medizinprofessor 1940 auf die Frage der Mutter im Beisein des Kindes über den Beruf, machen Sie sich mal keine Gedanken, er wird sicher nicht so alt werden. Weil die meisten mit 16 oder sowas gestorben sind. Oder Kompression, das war ja eine Möglichkeit, was man machen konnte, wenn man eine Blutung hatte. Man hat versucht, einen Druckverband zu machen. In diesem Fall wurde die Kopfwunde eines Bluters mehrere Tage und Nächte durch sich ablösende Wärter komprimiert. Offensichtlich erfolgreich. Es gab auch andere Versuche, statt Medikamenten, also statt Faktorkonzentraten, Verschorfung durch Glüheisen oder konzentrierte Schwefelsäure, Eisbeutel, machen wir heute zum Teil auch noch. Wir kühlen auch noch. Aufbringen von Körpersäften, Muttermilch, hat man gedacht, war ganz, Kälberblut oder Organpresssäfte, vor allem Galle war da immer ganz, oder Kälberlunge, Aderlässe. Natürlich, wenn ich einen ganz geringen Blutdruck habe, wenn ich ganz viel Blut dem Körper entnehme, kann er nicht mehr so viel bluten. Aber für den Patienten ist das nicht sonderlich gut. Zwiebelbehandlung kenne ich auch noch. Das war ganz, aber zur Umstimmung, bringt aber auch nichts. Und was ich selbst noch miterlebt habe, die sogenannte Erdnusstherapie. Damals wurden alle Leute, die nach Amerika gingen, gebeten, Erdnussbutter mitzubringen. Die Deutsche Hämophiliegesellschaft hat dafür geworben, Erdnüsse zu essen und Erdnussbutter zu benutzen, weil man dachte, dass das einen protektiven, einen schützenden Effekt hat. Alles Quatsch. Stimmt nicht. Und dann die erste Blutübertragung 1840. Danach selten, weil viele dieser Patienten, man kannte ja die Blutgruppen noch nicht,
einfach an den Blutübertragungen gestorben sind. Und es gibt letztendlich dann die ersten Transfusionen, so ab 1930, die dann zum Teil auch erfolgreich waren. Zum Schluss noch ganz grundsätzlich ein paar Bemerkungen, was wir heute machen müssen. Heute gilt es, eine gezielte, differenzierte Diagnostik zu machen. Der Patient sollte wissen, was für eine Hämophilie hat er, A oder B, wie ist die Restaktivität, welches Präparat kann ich benutzen, da kann man mit Ihnen letztendlich diskutieren. Wir haben einen ganzen Blumenstrauß heute an Möglichkeiten. Gibt es Dinge, die ich vermeiden sollte, wegen der Blutung? Das ist natürlich ganz wichtig. Ich muss aufklären über das Umfeld, die Genetik. Und da ist natürlich jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe ja vorhin gesagt, die Mütter sind diejenigen, die das übertragen, das wissen Sie alle. Aber die Mütter kriegen es eigentlich von ihrem Vater. Also letztendlich die Ursache ist der Großvater, wenn es eine Neumutation ist. Das ist auch ganz wichtig, es ist nicht nur die Mama. Für alle Mütter ganz wichtig zu wissen. Dann, wie kann ich Blutung vermeiden? Natürlich kommt man da in die Diskussion heutzutage. Das werde ich morgen auch nochmal zeigen. Die Forderung der World Federation of Hemophilia geht dahin, ein Mensch, der eine Hämophilie hat, soll heute in seinem sozialen Umfeld ganz normal aufwachsen und möglichst keine Einschränkungen haben. Natürlich werde ich sagen, ein Kind mit einer Hämophilie, dem werde ich nicht anraten, zum Boxen zu gehen. Derzeit die einzige legale Möglichkeit, jemanden umzubringen. Aber alle Kinder wollen Fußball spielen. Wunderbar, um Gelenke kaputt zu machen. Es kann aber ein 6-Jähriger oder ein 7-Jähriger kann das nicht einsehen, dass er nicht Fußball spielen soll. Also muss ich als Therapeut, und das kann ich heutzutage, meine Therapie so machen, dass der auch kicken kann. Das ist eine ganz wichtige Sache. Geht bei uns. Die aus der Ukraine sind oder aus Syrien, ging bei Ihnen mit Sicherheit nicht. Aber das ist, wenn Sie hier leben, ein Ziel, was wir haben sollten. Und wir können alle Blutungen und Folgen von Blutungen heutzutage behandeln. Wir können therapiebedingte Nebenwirkungen behandeln. Und wir können die Patienten vollständig in die Gesellschaft integrieren. So, das ist meine Zukunftsaussicht. Vielen Dank. Danke dir, Günther. Fragen. Genau, gibt es Fragen? Ja. Was ist wunderschönen Abend, mein Name ist Agnes Geiger und meine nächste Frage ist, wenn nach der Faktorangabe Kinder sind super aktiv in der Schule. Also was sollen wir tun, sage ich so. Ja, eine sehr gute und wichtige Frage. Ich habe es immer so gemacht, ich habe versucht, vom Kindergarten an, den Menschen, die mit einem Hämophiliekind zu tun haben, das ist ja meistens nur eins, was dann in der Gruppe ist. Es sind ja nicht 10 Hämophiliekinder in einer Gruppe zusammen, sondern in einer Kindergartengruppe oder in einer Klasse ist dann ein Kind, was eine Hämophilie hat. Das Kind darf nicht ausgegrenzt werden. Ich habe versucht, den Lehrern erstmal was über Hämophilie zu erzählen und habe ihnen auch gesagt, dass es im Normalfall, wenn das Kind eine Prophylaxe hat, weil es also regelmäßig gespritzt wird, eigentlich sich so verhalten kann, wie jedes andere Kind auch. Mit den Sportlehrern haben wir früher besondere Agreements getroffen, dass die also dann manchmal nicht am Sport teilgenommen haben. Ich fand es immer schrecklich. Seit wir aber Halbwertszeit verlängerte Präparate haben, dürfen die Kinder eigentlich und sollen am Sportunterricht teilnehmen.
Wenn eine Frage ist, eine Frage Faktorgabe. Jetzt. Mein Sohn ist super aktiv. Das heißt, am Unterricht, er kann nicht vernünftig sitzen. Dann Lehrer erschrecken sie, dann sagen, er hat irgendwelche noch zusätzliche Erkrankungen, weil er kann sich nicht 10 Minuten an einem Platz sitzen. Er muss sich immer bewegen. Dann müssen Sie das Problem, das ist ein anderes, das hat ja mit der Hämophilie letztendlich nichts zu tun. Ja, der soll eine regelmäßige Prophylaxe kriegen. Und das andere, die Unruhe, die muss man extra behandeln. Das ist eine ganz andere Art von Therapie. Aber nicht mit Faktoren. Nee, das ist nicht. Ja, das ist was ganz anderes. Weil immer nach der Faktorgabe. Nee. Er hat ja zum Beispiel 3000 bekommt er Faktorgabe. Dann ist er super aktiv. Wenn die Dosis niedriger, 2000. Ja. Dann benennt sich ganz normal. Ist das. Also, Sie können heute einen Menschen mit einer schweren Hämophilie über eine Prophylaxe, und das muss man individuell einstellen, so einstellen, dass er ganz normal in der Klasse funktioniert. Wenn Ihr Sohn keine Hämophilie hätte, wäre er auch auffällig, weil er unruhig ist. Das ist eine ganz andere Geschichte. Diese Menschen gibt es auch. Und da muss man dieses Problem extra angehen. Das war hier eine Frage. Das sollten Sie mit dem Kinderarzt oder mit dem Kinderneurologen besprechen. Okay, das liegt jetzt nicht am Faktor oder. Nein. Das ist eine zweite Geschichte. Die haben auch Kinder, die keine Hämophilie haben, haben sowas auch. Okay. Ja? Gut, weil bei uns in der Familie ja. ist ja. Ja, ganz wichtig. Gerne.